Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2. Es ist ein kleiner Moment her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ich musste mir auch deswegen nochmal einen Part angucken, beziehungsweise den letzten Part, um zu sehen, wo wir sind. Und kurzer Rückblick für die Leute, die jetzt erst einschalten. Wir sind jetzt mittlerweile da. Wir haben jetzt 3 Stunden gespielt, sind im sechsten Kapitel und wir haben jetzt zuletzt eine Überlebende getroffen, die, ja, was heißt nicht gut auf uns zu sprechen ist, aber die, ja, möchte halt lieber alleine sein, ihren Alleingang machen und hat uns zwar das Tor, wo sie auch durchgegangen ist, mit dem Fahrstuhl aufgemacht, aber seitdem haben wir sie nicht mehr gesehen. Ich bin ja voller Hoffnung, dass wir wenigstens sie antreffen, dass wir mit ihr gegen diese bösen Necromorphs kämpfen, dass wir nicht so alleine sind. Aber wie wir ja alle wissen, EA Games, Dead Space, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Und deswegen denke ich mal, starten wir einfach mal und kämpfen uns wieder alleine durch. Für die Leute, die es vielleicht jetzt erst mitgekriegt haben, ich bin nicht mehr so verschnupft wie das letzte Mal. Das finde ich sogar sehr geil. Ja. Ach genau, stimmt, ich bin hier wirklich gewesen. Und da hat jemand. Ach verdammt. Da willst du. Da will man nur etwas zeigen und dann kriegt man gleich schon auf die Sache. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, also, ach, egal, die gute Frau, die ist leider draußen in dieser. Naja, gut, die wurde leicht angeknabbert, ist draußen, was weiß ich, was mit der ist. Ja. Auf jeden Fall, das Teil hätte ich gern. Energieknoten sind immer. Und ich werde wieder. Und angehen. Nichts kommt. Ach, das war daneben. Ich krieg ja ganz schön auf den Sack, merke ich gerade. Ich hab. Da spielt man mal 1, 2 Tage nicht. Oder 3 oder 4. Und dann kriegt man hier schon. Ich sag, auf den Sack. Gibt's doch nicht. Nein. Ach, super. Jetzt ist meine Lieblingsknarre auch schon leer. Hopp. Ach, das ist doch. Naja, egal. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Und wir haben auch wieder ein etwas leer gefülltes. Leer gefülltes, natürlich. Ein leergeräumtes Inventar. Zum Glück war hier da hinten ein toller Shop. So, ich muss hier mal kurz. Warte da einen kurzen Moment. Ich muss mal kurz hier sehen. Ah, Instant-Kaffee. Bestes Zeug, das es gibt. Was soll das? Also. Ah ja, wir sind hier in einer Kinderstation, so wie das aussieht. Die Sterne haben. Irgendwie habe ich jetzt gedacht, die hätten auf dem ersten Blick ein bisschen was von diesen Mario-Sternen, aber nee, das war nicht ganz korrekt. Muss ich hin? Alles klar. Gut. So, was haben die denn? Haha, okay. Hier hat so ein bisschen was von Tod Brownstein. Beziehungsweise, wie heißt denn. Das Tod Brownstein ist die von Drawn Together. Wie heißt die andere denn, das Originalteil? Ach, ich weiß nicht. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Dieses Sexsymbol der 70er Jahre. Keine Ahnung. Ja, selbst schuld. Aber ich hoffe, solche Viecher kommen uns jetzt nicht entgegen. Oh, Kacke. Verdammt nochmal. Nach Dreck. Ja, super. Wenn das so weitergeht. Oh.
Wenn das so weitergeht, muss ich gleich nochmal zurücklaufen, mir ein bisschen Munition kaufen. Das will ich aber ehrlich gesagt nicht. Mach mal anders. Ja, gut, das war blöd. Ach, toll. So. Ah ja, alles klar. Ah. Ein Textlog. Ja, dann werde ich doch mal gucken, ob ich das mal fehlerfrei auf einem Rutsch lesen kann. Ich brauche erstmal ein bisschen Lernsaft. Bericht 8022 der Schulschwester. Die Kinder sind viel zu wild auf dem Spielplatz. Gestern haben sich Schüler mit Kratzern und Aufschürfungen hier fast die Klinke in die Hand gegeben. Ein paar der Verletzten waren so schwer, dass die Kinder ins Krankenhaus mussten. Ich mag altmodisch sein, aber ich glaube, das gehört zu den Problemen, wenn Kinder auf einer Raumstation aufwachsen. Kinder brauchen einen Planeten mit frischer Luft und freiem Gelände, auf dem sie spielen können. Ansonsten drehen sie durch und fangen an, sich gegenseitig weh zu tun. Das alles in meinen Augen kein Platz für eine junge Familie. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich habe mir im Kindergarten früher immer wehgetan, ob auf dem Land oder im All. Ja. Ach, komm. Speichern ist was für Leute, die... Ja, egal halt. Aber wie gesagt, so ein bisschen Munition wär wirklich... Clever. Ja, da will ich jetzt nicht hin. Ich brauch... Oh, scheiße. Ja, Munition. Ich ahne Fürchterliches. Ah, sag's doch. Ja, ja, als Herr mit der Munition. So. Scheiße. Muss ich denn... Ah ja, okay. Hier scheint eine kleine Aufführung gewesen zu sein. Süß. Müsste da oben... Ja, schade, dass hier keiner mehr sitzt. Anscheinend war die Vorstellung doch nicht so gut. Die armen Kinder. Mensch, Mensch, Mensch. Oh, Kacke! Ah ja. Was soll das jetzt sein? Soll es jetzt... Das verstehe ich jetzt nicht, aber von mir aus... Na? Oh, das war knapp. Was passiert jetzt? Ah ja. Oh, Kacke.
Fresse. Ja. Moment, das muss ich nachgucken. So viel Zeit haben wir. Erledige 4 Gegner mit der gleichen Ripper-Klinge. Ja, seht ihr mal. Was alles der Kaffee so ausmacht. Ah, so wird das nix. Clever. Ich nehme alles zurück, die Waffe ist geil. Ja, endlich kriege ich auch hier mal wieder ein bisschen Gedöns. Ja gut, das hat jetzt meiner Gesundheit nicht so gut getan, aber dafür habe ich wieder ordentlich Munition und Medipacks habe ich genug. Stasepack braucht doch kein Mensch. Oh Gott, du Ärmste. Oder Ärmste, keine Ahnung. Nein. Immer dahin gehen, wo ich nicht hin muss. Wie ihr nämlich schon gemerkt habt, lauern. Sind da die meisten Energiekerne oder Knoten. Oder irgendwelche Schemen. So, was ist hier drin? Sieht aus wie ein Textlog. Oh, scheiße. Aha. War das schon eine Viertelstunde? Geil. Moment, das werde ich mal lesen. Kinder spielen verrückt. Lehrerbericht Nummer 3, Semester 381-3. Naja. Ich weiß ja, dass Kinder eine blühende Fantasie haben, aber langsam wird es lächerlich. Die Hälfte meiner Klasse hat inzwischen imaginäre Freunde und behauptet, es sei ihre verstorbene Großmutter oder so. Normalerweise wäre das kein Problem, aber es wird immer schwerer, die Kinder zur Konzentration zu bewegen. In diesem Semester habe ich mehr Kinder auf den stillen Stuhl geschickt, als in meinen ganzen 12 Jahren als Lehrer zusammen. Vielleicht haben diese Kinder Ärger zu Hause. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass das Interesse der Eltern dieses Semester stetig gesunken ist. Walter Blake, Bildungsdozent für die 3. Klasse. Das ist ja doof. Ah, clever. Was passiert hier drin? Flammenwerfer-Schema, das finde ich geil. Flammenwerfer ist eine super Waffe. Ich habe kein gutes Gefühl. Wo gehen wir denn jetzt hin? Raum 305, Spielplatzwarnung. Achso. Kein beaufsichtigender Lehrer. Jetzt schon. Oh, was ist das denn für ein geiler Spielplatz? Leugnest du es immer noch? Hast du Angst, du schneidest dir die Pulsadern auf, wenn du mir zuhörst? Ich höre mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du musst nie wieder auf dein Herz hören. Ja. Scheiße, verdammt. Ja, diese gute Person lässt uns einfach nicht in Ruhe. Moment. Die Reifeprüfung. Moment. Mal nachgucken, was das war. Gewinne den Kampf in der Schule. Okay. Ja. Wusste jetzt nicht, dass das ein unglaublicher Kampf war. Naja. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden.
Noch einen Überlebenden. Erkennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Stross. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Trau ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten. Aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knall ich ihn ab. Wie kann die denn schon bei dem sein? Wie ist sie denn durch die Schule gerannt? Ich meine, wir waren jetzt nicht unbedingt schnell, aber wir hatten ja wenigstens. Ich kann einem doch nicht erzählen, dass die da jetzt einfach so durchgerannt ist und dass die von den Monstern verschont geblieben ist. Nur wir nicht. Irgendwie ein bisschen unfair. Oh Mann.